Spannend an der Digitalisierung ist für mich vor allem die Kreativität, die in Medien vorhanden ist, mit denen Schülerinnen und Schüler ihr Leben ganz nochmal in anderen Zügen gestalten können, von sozialen Netzwerken bis zum Smartphone, mit denen man dann Selfies machen kann. Und eben diese Medien für Schülerinnen und Schüler so nutzbar zu machen, dass sie in denen die kreative Gestaltungsmöglichkeit sehen. Die Potenziale digitaler Medien sind darin zu sehen, dass sie die bisherigen Kompetenzen Lesen und Schreiben noch um eine neue Dimension erweitern. Also Schülerinnen und Schüler können in Sekundenschnelle mit Schülern aus anderen Ländern kommunizieren in der Fremdsprache. Das heißt, mit Gleichaltrigen in der Fremdsprache kommunizieren, indem das früher nur über den Schüleraustausch möglich war. Schüler können digitale Fotogeschichten herstellen, die man früher eigentlich nur in Zeitungen kaufen konnte und nur nachlesen könnte. Und nun können sie das auch selbst produzieren. Sie können in Sekundenschnelle mit Experten in Kontakt kommen. Sie können in Foren sich austauschen. Die Etablierung einer Medienbildung in der Schule ist ein langwieriger Prozess. Das ist nicht etwas, was man kurzfristig angeht. Es bedarf guter Planungen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, eine Steuergruppe in einer Schule zu haben, die das macht. Und vor allem, bevor man auch diese Steuergruppe einhat, ein Votum in der Schule, zum Beispiel in der Gesamtkonferenz, wir wollen uns auf den Weg machen, dann richtet man eine Steuergruppe ein, wo wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass ein Schulleitungsmitglied in dieser Steuergruppe Mitglied sein sollte. Dann ist es wichtig, dass es regelmäßige Jourfixe gibt dieser Gruppe. Und das ist auch das Positive an dem Projekt Schule Interaktiv. Es kamen Kollegen anderer Schulen. Und die haben sozusagen in den Jourfixen die Probleme durchgesprochen. Das heißt, in der Schule besteht ein gewisser Rhythmus, sich mit Medienbildung zu beschäftigen. Man bekommt auch nochmal Input von außen. Ja, und dann bedarf es eben einer Offenheit, sozusagen, dass man diesen Weg auch unterschiedlich geht. Es gibt Kollegen, die gehen den sehr schnell. Es gibt Kollegen, die brauchen etwas mehr Zeit. Und diesen Raum muss man auch lassen. Zwang bringt da sehr wenig. Es sind vor allem auch Schüler gewesen, die gesagt haben, oh, können wir nicht auch mal zum Beispiel irgendeine Recherche zu diesem Thema machen? Und Kollegen haben festgestellt, oh, das bringt ja etwas. Wichtig ist natürlich auch Fortbildung, gerade auch wenn Kolleginnen und Kollegen dann neu ins Kollegium kommen. Da haben wir an unserer Schule dann verpflichtende Fortbildungen gemacht. Einmal zur Infrastruktur, wie nutzt man die? Oder auch zu Lernplattformen, die an der Schule genutzt wurden, damit die auch in die Struktur der Schule hineingeführt werden. Das heißt, wenn man sich auf den Weg gemacht hat, muss man auch neu ins Kollegium eintretende Kolleginnen und Kollegen mitnehmen. Eine wesentliche systemische Voraussetzung, um mit digitalen Medien im Unterricht voranzukommen, denke ich, sind Verpflichtungen, die da sein müssen. Das heißt, Vorgaben auch, wie Schulen Medienbildung im Curricula zu integrieren haben. Im Moment ist das noch jeder Schule und wenn eine Schule das vollkommen offen lässt, auch jeder Fachkonferenz offen gelassen. Also es müsste für Schulen auch eine gewisse Verpflichtung geben, Medienbildung in den Fokus zu nehmen als ein Teilbereich von anderen. Und da müsste es gewisse Standards geben, die Schulen mit integrieren müssen, zum Beispiel Medienbildung wirklich in jedes Fachcurriculum aufzunehmen. Fächer müssen sich absprechen, wo nehmen sie Inhalte auf, wo bereiten sie die Medienbildung der Schüler an welcher Stelle vor. Also ein Don't ist, keinen Druck in der Schule ausüben und ein von oben nach unten die Prozesse durchsetzen. Ein Don't ist, die Dinge nicht in der Schule durchzudiskutieren. Ein Don't ist, die Gremien in einer Schule nicht zu beteiligen. Und ein Do ist, die Offenheit zu besitzen, sich auf den spannenden Weg zu machen, Medienbildung in den Schulalltag zu integrieren. Und Bedenken mal beiseite lassen.